Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Und ja, wir haben eine Höhle, zwei Höhlen erforscht und so weiter. Wir werden jetzt in Richtung Rosa gehen und... Nee, mal, Moment mal. Der nächste auf der Liste ist grün, dann können wir auch gleich... Hey, wieso habe ich das denn so komisch markiert? Ich bin so ein richtiger Mongo, ne? Können wir auch gleich in Richtung Rosa gehen. Das ist nämlich dann ein Schrein. Dann gibt es gleich von Anfang an einen Schrein zu sehen. Wir hatten ja schon seit dem letzten Part keinen Schrein bekommen. Und das Masterschwert hat gerade seine Kraft zurückerlangt. Das gefällt mir. Die Frage ist halt, was nehmen wir? Ja, wir nehmen wieder so einen, ne? Das ist das Beste, was wir haben. Und davon auch genug. So, Ushok-Schrein. Rein da. Und jetzt kommt's, nacktes Überlebensschrein. Dann fange ich an zu kotzen, Alter. Dann geht's richtig los. Okay, Rätselschrein. Vertikal und horizontal. Ha. So, klappt das? Yes. Das ging schon mal klar. Oh, ich weiß, wer... Oh, das wird ekelhaft. Oh, ich weiß, welche... Das wird scheiße werden. Nein! Oh, Kacke. Oh, er kommt zurück. Sehr schön. Ah, das reicht nicht. Okay. Ja, easy. genau, das war das nämlich, ne? Ja. Ich glaube, das geht gerade nicht, ne? Doch. So, da haben wir die Lore. Jetzt fehlt aber... Ach, die Truhe ist da hinten, ne? Die Frage ist halt, wie kommt... Ich weiß, was ich tun muss, um an die Truhe zu kommen. Shit. Oh, das wird jetzt so ätzend, Alter.
Danke. Perfekt. Easy. Und einmal Schleichmedizin. So, gehen wir hin da. Schrein gelöst. War wieder mal ein netter Schrein. Sowas gefällt mir. War sehr einfach. Wir sollten uns bald mal Herzen holen. Aber das machen wir, habe ich ja gesagt, erst wenn wir alle Schreine haben. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir uns neue Herzen gönnen können. So, jetzt machen wir es auf zu blau und vom blau geht es dann zu grün. Dann werden wir im Zickzack latschen, oder? Wir gehen zuerst so und dann machen wir diesen Weg. Ich denke, das ist ganz gut. Ja, ich denke, das ist ganz okay. Das passt. Oh, ernsthaft? Da oben drauf, willst du mich verarschen, Alter? Oh, ja. Wir haben zum Glück genug Ausdauer, um da einfach hochzuspringen. Scheiße. Yes. Oh, was sehe ich denn da im Hintergrund? Nein! Ein Kleog, Brudi! Muss das sein? Kann ich den von hier fotografieren? Das wäre... Nein. Das wäre richtig geil. Ja, ich kann den von dir fotografieren. Cool. Donner-Griok. Griok heißen die in Deutsch. Gleok heißen sie eigentlich. Auf geht's zu grün. Markiert euch solche... Ups. Nein. Markiert euch, solche Dinger. Solche Bäume. Die könnt ihr nachher später benutzen, um Höhlen zu finden. Ich mach das einfach mal jetzt ein Herz. Weil dann könnt ihr dem eine Opfergabe darbringen. Da rein. Und dann, seht ihr, wo ein paar Höhlen sind. Oh shit, da hatte ich jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber wir müssen da leider lang. Also wir können auch hinten rumgehen. Ist mir egal. So, dann einmal den Berg hoch und dann sind wir auch schon fast beim Grünen. Dann sind wir schon fast beim Gott der Pferde wieder, wo er damals in BOTW war. Der ist jetzt nämlich tatsächlich in Akala irgendwo. Wo wir zum Glück nicht hin müssen. Gott, die wollen mich umbringen. Unbedingt, ne? Nett. Lass mich raten. Wer hätte das nur erwartet? Das war so klar. Und damit hätten wir ihn. So, sehr schön. Dann geht es von... Nee, Quatsch, was mache ich da? So, und als letztes dann steht der Schrein auf der Liste. Das ist ein guter Weg. Dann gehen wir zuerst zu Rot. Da müssen wir wieder einmal ganz nach Blau hochlaufen. Und dann können wir geradeaus weiter. Ja, manchmal sind die Krocksamen halt echt kacke gelegt, wie ihr das jetzt gerade mitbekommt. So, perfekt. Dann würde ich sagen, fliegen wir.
So, da auf der kleinen Insel irgendwo. Da bist du ja. Keine Ahnung, was er hier gemacht hat. Er wollte wohl Urlaub machen. So, gibt's eine Abkürzung, die wir nehmen können? Ja, gibt es. Wir können direkt wieder zum Ushok-Schrein. Von da aus kommen wir relativ schnell zum Blauen. Tja, warum sollten wir diese Abkürzung nicht nutzen, wenn wir uns die schon freigeschaltet haben? Ihr wisst, was ich meine, ne? So, blau. Blau liegt in der Richtung, dann wollen wir da auch hin. Ich habe eigentlich wenig Lust, gegen so einen Magier zu kämpfen, aber ich glaube, den müssen wir sogar noch fotografieren, ne? Elektropyromagus. Geilo, Alter. Wir versuchen erstmal an dem Lappen vorbeizulaufen. Gutinisa-Ebene, Grabstätte. Ich kann mir denken, wo das Ding ist. Das ist jetzt nun nicht weiter schwer, nämlich hier. Gut, weiter geht's. Gut. Oh, da kämpft jemand. Sage mir, bist du ein Reisender? Du wirkst nicht wie ein Händler auf mich. Ich bin eine Legende unter den Schatzsuchern. Kalissa von den Gerudo. Schön, dir zu begegnen. Dir ist sicher bekannt, dass seit dem Kataklysmus in allen Regionen seltsame Phänomene auftreten. Am Himmel schweben Inseln, in der Erde haben sich neue Höhlen aufgetan. Eine aufregende Zeit für Schatzsucher. Ich will mal nicht so sein. Als erfahrene Schatzsucherin gebe ich dir ausnahmsweise mal einen Tipp. Der beste Ausgangspunkt für eine Suche ist ein hochgelegener Ort. Ob nun eine hoch hinaufragende Klippe oder einer dieser vom Himmel gestürzten Ruinen. Je höher, desto besser. Klettere rauf und sieh dich von dort aus um. Du wirst erstaunt sein, was man da alles so entdeckt. So, genug geschwatzt. Vielleicht sehen wir uns einmal irgendwo wieder. Savork. Ah, tschüss. Danke für den Tipp, der vollkommen nutzlos war, aber egal. Wir haben jemanden das Leben gerettet und wir können uns wie ein richtiger Held fühlen. Wir müssen zu Gelb. Ja, du solltest dich nicht umdrehen. Lass mich raten, du bist... Ja. Oh, wir kennen uns doch, oder? Ich bin's, der überaus modebewusste Kerl, den du vor der Jägerbande gerettet hast. Das ist das Puzzle, wir sind zurück. Ich habe immer noch Albträume davon, wie ich im Akkord diese Kleider für sie anfertigen musste. Wenn du nicht gewesen wärst, wären mir wahrscheinlich mittlerweile die Hände vom vielen Nähen abgefallen. Ich suche nach dem Schatz von Ramda, dem Räuber, ehe ich endlich zu meiner geliebten Nobo zurückkehre. Ramdas Schatz soll eine legendäre Kleidung sein, die irgendwo in einer Höhle in der Nähe versteckt sein müsste. Ich werde feine Sargono-Kleidung tragen, Ramdas besungene Gewänder in der Hand halten, um Nobu meine Liebe gestehen. Oh. Avantgarde und Klassik vereint. Ja, an solch breit gestreutem Geschmack erkennt man den Modemann von Welt. Der Schatz soll in einer Höhle irgendwo am Meeresufer warten. Nur leider ist das Ufer so groß, ich finde sie nicht. Man solle beim Gehen den Blick nach oben richten, habe ich gehört. Aber siehst du, was ich auf dem Kopf trage? Einen Sargono-Designerhut. Was, wenn der mir beim Hochblicken vom Kopf fällt? Ein zweiter Kataklysmus wäre das. Ja, das Ding, was er uns da beschreibt, haben wir schon gefunden. Sorry, Brudi. Du bist zu spät. Das ist leider immer noch zu hoch. Jetzt nicht mehr. So, das Sonnenfleckchen.
Hier haben wir Schwertbananen. Hm. Haben wir zum Glück schon fotografiert. Den auch. Die Hyrule-Tomaten natürlich auch. Schon lange. So, jetzt kommen wir zu den Gebieten, wo wir tatsächlich wirklich richtig viel klettern müssen. Das könnte ab jetzt an manchen Stellen richtig, richtig unangenehm werden. Oh, ernsthaft. Willst du mich verarschen, Alter? Sehr gut. Den hätten wir auch. Chillig. Ja, ja, du interessierst uns gar nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Danke, tschüss, Brudi. Wir haben es nur auf die Krogsamen abgesehen. Sehr gut, wir sind easy rüber hochgekommen. Hier ist ein Schrein. Mit ganz vielen Bananen, Alter. Ich sollte mich offscreen bald mal hinsetzen und kochen, Alter. Das werden wir nämlich später mit Sicherheit gebrauchen können. George UU Schrein. Das klingt echt nicht gut. Ich meine aber auch hier zu dem Schrein müssen wir, nachdem wir das alles erledigt haben mit den Schreien und sowas, wieder zurückkommen. Brückenbau. Ah, das ist der Schrein, okay. Ich weiß Bescheid. So, die Truhe ist nicht hier. Ich dachte eigentlich, die Truhe ist hier. Dann ist die woanders. Dann müssen wir ein Stück weiter. Hier müssen wir auch wieder eine Brücke bauen, ne? Ja. Da geht's dahin. Was? Ja, genau. Ach so, okay. Den habe ich natürlich nicht gesehen gerade. Das war schön blöd, Alter. Na komm!
Dann muss ich halt den hier nehmen, lol. So, jetzt ist... Aber die Frage, wo ist die Truhe? Da oben ist die Truhe, okay. Alles richtig? Ah, Moment. Ha, easy. Nice. Großes Sonanium. Richtig nutzlos, Alter, aber egal. Da wir die Batterie schon voll gemacht haben. Schrein gelöst. Uns fehlen noch... Ja, 82 Schreine. Dann haben wir alle. So, jetzt lasst uns kurz gucken. Da unten. Wir gehen ja gleich wieder rauf, aber es gießt gerade eh in Strömen. Stall am See. Da ist auch gleich ein Krogsamen, ne? Super, Alter. Bis morgens. Damit es hoffentlich gleich aufhört zu regnen. Das ist nicht dein fucking Ernst, Alter. Dankeschön. So, den Ort hier markieren wir. So, weil ich dachte eigentlich, hier ist noch unser Vogelbrudi, aber anscheinend nicht. Dann lag ich falsch. Diesen Schrein müssen wir dann nicht nochmal besuchen. Der Schrein ist dann Wayne, einfach. Vielleicht hängt er auch mit einer anderen Quest zusammen, die wir dann erst machen müssen. Sehr gut, gleich sind wir auf dem Schrein drauf. Also wieder beim Schrein. Dann müssen wir zu dem rosa Ding. Und dann können wir neu markieren. Und runter. Das ist nicht dein Ernst, Alter, oder? So, jetzt dürfen wir den nämlich komplett darüber fliegen. Ist das nicht geil, Alter? Wir sind jetzt mittlerweile hier. Wow! Nicht ins Wasser! Das war knapp. Ja, bitte. Verrecke.
Gut, damit haben wir hier alle. Dann als nächstes würde ich sagen, wir fangen von hier an. Und bringen in dem Part noch diese drei Stück. Und dann werde ich offscreen wieder ein paar neue markieren. So um die 50 bis 100 Stück oder irgendwie sowas um den Dreh. Weil wir sind ja leider, wie gesagt, noch lange nicht fertig. So, wir müssen leider höher. Da oben ist der Schrein, denke ich mal. Perfekt. Und jetzt wieder ganz doll runter. Und wo willst du wieder hin? Ganz da hinten hin. Okay. Chillig. Nicht so, liegt zwar nicht auf unserem Weg, aber müssen wir eh machen. Und los geht's. So, er braucht keine Angst haben. Du klebst doch eh an deinem Rucksack, also kannst du eh nicht runterfallen, du Lappen. Achso, ich kann dich einfach anreden, ne? Ich hätte den nie da runternehmen müssen. Ich bin ja so fucking Genie, Alter. Dann drehen wir um. Holen wir die letzten beiden, dann werde ich offscreen, wie gesagt, einen Haufen neue markieren. So, und das alles erwartet uns nochmal in meinem Remaster-LP zu Breath of the Wild, was irgendwann kommen wird. Da erwartet uns die gleiche Chose. Okay, das wird witzig. Wahrscheinlich muss ich von hier springen, ne? Yes. Scheiße, die sind schon so tief im Wasser, dass ich sie nicht mehr angeln kann. Naja, dann fliegen wir einfach zu Gelb. Anstatt hier Zeit zu verschwenden. Da haben wir ihn. Perfekt. Sehr gut, dann... Wir sind jetzt hier, dann lasst uns mal gucken, wo wir hier in der Nähe noch welche bekommen. Ich sehe, einer ist hier. Einer ist, meine ich, hier. Nee, hier irgendwo. Einer ist hier oben. Hier ist auch noch einer. Wir haben einen hier. Einen irgendwo hier. Und hier haben wir auch noch einen. Die beiden hier oben haben wir schon. So,
So, dann gehen wir weiter den Wasserfall hoch. Einer ist hier auf jeden Fall. So, wir haben an der Brücke, den haben wir schon. Wir haben einen an der Brücke sogar vergessen. Einer ist irgendwo noch hier. Und einer ist irgendwo an den Bäumen hier. Hier, glaube ich. Sind unten noch welche? Ja, es sind unten noch welche. Hier ist einer, den wir irgendwo hinbringen müssen. Und an dem großen See ist auch noch einer. Irgendwo hier. Ja, das wird noch richtig geil werden. Ich schwöre es euch, so wie ich das hier sehe, wird es noch ein richtig, richtig paar geile Krocksamen geben, auf die wir alle richtig hart keine Lust haben. Hier ist einer. Dann ist einer irgendwo hier. Da ist einer, das sehen wir. Oh, das wird so geil, Alter. Da habe ich richtig Lust drauf. So richtig hart. Einer ist hier. Einer ist auf dem Berg hier drauf. Und das sollten erstmal für die nächsten paar genug sein, denke ich, oder? Ja, ich denke schon, dass das für die nächsten paar genug sind. Wir haben sonst hier ziemlich viele. Haben wir den? Bevor ich jetzt gleich den Stream beende. Ja, den haben wir. Okay. Gut, dann passt das. Dann sind das wieder einige. Ich werde offscreen jetzt noch mehr markieren. Und ja. Leute, das war's jetzt aber mit dem Part von Zelda. Im nächsten Part geht es weiter mit der Krocksamensuche und vielleicht den ein oder anderen Schrein, die ein oder andere Höhle, je nachdem, was wir finden. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!